Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 17 Karriere. Es ist soweit, liebe Freunde, es ist soweit. Wir spielen das erste Mal Champions League. Das ist Wahnsinn da. Diese Worte einfach über meinen Mund. Wir spielen Champions League. Boah, Gänsehaut, oder? Einfach richtig Gänsehaut. Ich bin so gespannt drauf, wie das jetzt wird. Wir werden auf jeden Fall Fabian mal draußen lassen und Leitner dafür draufbringen. Ansonsten Ignacio Moore, das sieht eigentlich alles noch ganz okay aus. Vom Fitnesszustand her. Es könnte sein, dass wir vielleicht während des Spiels Chandler rausnehmen müssen. Aber das kann man dann immer noch sehen. Er ist ja im Moment, geht das ja noch. Kann der das vielleicht zur Not spielen hier, der Kamara? Rechts. Rechts ist rechter Flügel eigentlich nur. Naja, man kann ja mal gucken. Noch sieht das ja alles soweit ganz gut aus. Und solange wir jetzt nicht unbedingt müssen, bleiben die Spieler so drauf, wie sie sind. Meine Stimme versagt schon wieder. Das ist toll. Jo. Also, ja. Gegen Villarreal, die ich als Champions League, als italienische Mannschaft betitelt habe. Ja, ich manchmal mich ein bisschen retard und verwirrt. Naja. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? So, Anstoß. 20 Uhr. Lauro Leopardi ist der Schiedsrichter. Das ist unsere Mannschaft. Mit der laufen wir auf. Auf geht's. Ich bin sehr gespannt. Und ich habe auch großen Respekt jetzt vor der Aufgabe. Aber ich glaube, wir haben gute Chancen. Vielleicht auch so ein bisschen als Überraschungsmannschaft. Hat uns keiner so richtig auf dem Zettel. Ja? Mal gucken. Solange das Spiel nicht so läuft wie der Freistoß gerade von Mascarell, ist alles gut. Das Schöne ist. Oh, die haben alter Spiele, die haben Dings hier. Pato ist das, oder? Oh Gott. Aber wir haben Mascarell, wir haben Vallejo dagegen. Wir haben tatsächlich ein Heimspiel direkt. Schön. Und die Spiele gegen wen haben wir denn überhaupt am Anfang gespielt? Gegen Leverkusen, glaube ich? Nee, Quatsch, gegen Berlin haben wir gespielt, ne? Ja. Gegen Berlin war ja schon mal super. Das zweite Spiel dann auch. Ich weiß gar nicht, war das gegen Freiburg? Ich weiß gar nicht mehr. Da lief es auf jeden Fall auch super. Villarreal probiert es jetzt hier erstmal mit Ballbesitz. Das sieht ja fürs Erste gar nicht mal so schlecht aus, was die hier spielen. Zack, das ist der erste Ballgewinn. Und erstmal zurück zum Keeper und dann mal gucken, was da so geht. Chandler, Fosu-Mensah und das ist Abraham. Und der darf jetzt mal ein bisschen laufen. Und dann haben wir Emre Mor, dann haben wir Iheanacho und dann... Oh, haben wir hier beinahe sogar schon das erste Tor fast. Schade. Da ist er noch sehr gut dazwischen gekommen. Iheanacho geht kurz. Und das ist das erste Tor! Piazza! Oder war es Leitner? Ist das Leitner? Nee, oder? Das ist ja nicht Moritz Leitner. Nee. Ich weiß es nicht, ich sehe es gerade nicht. Es ist Moritz Leitner. Das war Wahnsinn. Ich dachte, es wäre Piazza gewesen, aber nein. Es ist tatsächlich Moritz Leitner. Prima. 1:0 aus dem Nichts. Was ist das geil. Da oben sind wir die Punkte. Natürlich hat noch keiner Punkte. Ist ja jetzt der erste Spieltag. Aber schade, dass sie das nicht live einberechnen. Das finde ich ein bisschen doof. Hätte ich jetzt cool gefunden. Vorsicht, abseits. Da unten. Und das ist natürlich gleich mal... Das ist natürlich gleich mal richtig nice. Hier so aus dem Nichts quasi. Mascarell, Iheanacho. Der Pass ist dumm gewesen. Ich werde es nie lernen, glaube ich. Dass man in so einer Situation einen A-Pass machen muss. Was ist genau das passiert? Das ist einfach für uns. Und das ist Piazza. Und er sieht... Mascarell! Macht er hier alles richtig. Macht er alles richtig. Gegen die Laufrichtung vom Torwart und dann... Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie gesagt, alles richtig gemacht. Omar Mascarell und dann... Oh, viel Pech gehabt gerade.
Das ist einer für Otschipka. Stark. Abraham. Und Chandler. Und Vallejo. Schönes Pässchen da oben auf Piazza. Kommt leider nicht an. Die Idee von Otschipka war Bombastik, möchte ich fast schon sagen. Den direkt so weiterzuleiten, finde ich gut. Und der ist abgefälscht. Und da ist Dragowski. Ganz starke Ballbehandlung von Mascarell. Emre Mor nimmt Mascarell da mit. Oh! Schade. Ich dachte vielleicht... Oh, war der da jetzt noch dran? Scheiße. Schade, ich dachte vielleicht kommt er da noch irgendwie dazwischen. Leider nicht. Nickt. Leider nur nickt. Oh, schöner Pass. Aber wieder abseits. Puh. Pusky McBrewski. Chandler. Foul. Hä? Ja. Genauso gucke ich auch gerade. Das ist unfassbar. Wieso pfeift er das denn nicht? What the fuck? Unglaublich. Okay, vor so Mensa grätscht er so ein bisschen am Ball vorbei. Das ist Costa. Das ist Abraham. Und das pfeift er jetzt. Ich meine, klar, das ist genauso ein Foul auch. Okay, er gibt mir auch gleich gelb. Okay. Okay. Tigerus. Nee. Kannst knicken. Digga, kannst knicken. So, langer Passversuch von Chandler. Das ist Emre Mor. Das ist ein hoher Pass von Iheanacho. Den kann er aber nicht kriegen. Kann er nicht kriegen. Vielleicht, wenn man so schnell ist wie Iheanacho, dann kriegt man den vielleicht. Aber so, ne. Hi. Mascarell, ja, das ist auch gelb. Das ist kein Gelb. Hä? Sag mal. Was ist mit dem Schiri los? Also, da hätte ich jetzt gelb gegeben. Wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Ich bin eigentlich der Schiedsrichter. Iheanacho. Emre Mor, schöner Pass auf Mascarell. Ja, und er nimmt das Foul mit. Sehr gut. Und das gibt... Ah, hat er genau drauf gewartet, dass er noch recht. Das muss gelb geben. Das muss gelb geben. Ja, da zeigt er die gelbe Karte, genau. Danke. Oh, komm, Piazza. Oh, komm, komm, dranbleiben. Oh, schade, wenn er ein bisschen früher geschaltet hätte, hätte er den nochmal gut gekriegt. So allerdings nicht. So, Vallejo. Mor. Vallejo und Mor im Doppelpass-Zusammenspiel. Das sieht sehr gut aus. Stark von Mor. Guck dir das an. Wie der ausrastet, der Junge. Oh, schade. Boah, heftig. Musacho. Oh, muss den langen, hohen Ball nehmen. Und da steht natürlich der Hühne. Der Fosu Mensah. Alter. Krass. Oi! Chandler, Alter. So, hier, guck mal. Hier, Nacho geht entgegen. Verlängert. Nee. Würde ich gerne nochmal probieren gerade. Warte mal. Genau, dass Iheanacho hier so hinrennt. Verlängert. Nee. War auch wieder nicht gut. Vallejo. Why not? Why not? Hui. Ah, das sah gar nicht mal so schlecht aus. Schlecht. Gar nicht mal so schlecht. So. Ruiz. Tigerus. Und Costa. Den mit wie viel Costa und so machen wir jetzt nicht, ne? Hatten wir schon öfter jetzt gehabt. Lassen wir mal. Das ist ein taktisches Foul von Moritz Leitner. Das nehmen wir gerne mit. Einfach ein bisschen den Spielfluss unterbinden von Villarreal. Ja. Und dann sogar den Ball gewinnen. Why not? Oh! Ey! Okay. Danke. Und Leitner! Boah. Was war das denn? WTF. WTF war das denn? Ui, den bringt er durch gegen drei Mann. Und das ist Pato. Da ist Vorsicht geboten, aber hey. Hey. Vallejo, Digga. Vallejo. Emre Mor.
Nimmt Iheanacho mit. Der spielt aber den Fehlpass. Ja. Das gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Iheanacho, jetzt spielt er den richtigen Pass. Oh, Emre Mor hat schon abgebrochen. Schade. Schade. Wenn er da mal weitergelaufen wäre. So, hier kommt schön Pressing. Und der Torwart muss zwangsläufig den langen Ball wählen, den wir dann aber wiederum nicht gewinnen. Schade. Ekdakte vielleicht. Ekdakte vielleicht. So. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ja, Kurzpass, den haben wir. Das sieht sehr gut aus vom Kombinationsspiel her. Mal wieder Moritz Leitner. Komm! Ja! Was geht denn bei dem Jungen? Leitner! Moritz Leitner, das ist hier der Schutzfaller! Moritz Leitner, ne? Hier mit Flugkopfball oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, was es war. Was war da? So im Fallen irgendwie. Keine Ahnung. Boah. Aber Kelechi Iheanacho, ist das ein Kerl, oder? Boah, ist der super. Hammergeiler Transfer. Da müssen wir uns echt überlegen, ob wir da nicht vielleicht sogar die Kaufoption ziehen. Wenn wir denn nach dieser Saison auch bei Frankfurt bleiben. Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Vielleicht nochmal ein Jahr dann irgendwo anders da. Ich meine, wenn diese Saison hier vorbei ist, sprechen wir ja schon fast wieder über den Release von FIFA 17, FIFA 18. Ne? So traurig das auch klingt, hoppala. Aber so ist es leider. Also meistens haben wir immer so 3 Seasons geschafft. Ne? Kann man sich theoretisch gesehen überlegen, ob man da nicht vielleicht sogar... Wie lange ist eigentlich jetzt schon die 45. Kein Tor. Aber kann man sich überlegen, ob man vielleicht nochmal ein Jahr irgendwo anders da trainiert. Spanien hat man ja zum Beispiel noch gar nicht gehabt. Wir hatten jetzt England letztes Jahr gehabt. Scheiße, warte, ich wollte auswechseln. Ja, genau. Wir hatten ja letztes Jahr England gehabt mit Southampton. Und vielleicht macht man mal sowas wie Spanien oder Italien. Ne? Kann man ja durchaus auch mal in Betracht ziehen. Ne? Muss ja nicht immer hier Deutschland sein. Deutschland oder England. So, pass auf. Jetzt holen wir als allererstes mal Fosu-Mensah raus. Der ist schon ziemlich gedamaged scheinbar. Und dann hebe ich mir die eine Auswechslung mal noch auf. Mal gucken, ich weiß nicht, wieder Hirgota oder. Ich weiß noch nicht. Schauen wir gleich mal. So, Iheanacho ist natürlich weiter noch mit dabei. Genau wie Moritz Leitner, von dem ich auch sehr positiv überrascht bin. Und Schipka hat wieder Platz. Hier, stark. Batz. Flanke kommt, da ist ja gar niemand. Hä? Was ist jetzt los? Kamara war gerade noch im Abseits, ist es jetzt nicht mehr. Oh. Und jetzt Vorsicht. Abraham. Uiuiuiui. Jetzt wird's kritisch, aber Otschipka macht das ganz toll. Das war ganz so feiner. Oh. Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, das will ich eigentlich nicht sehen. Eieiei. So, da haben wir Hector, Iheanacho und Moritz Leitner wieder. Ja, Piazza, wie sieht's aus? Warum gehst du nicht mit? Die Steine Position. Musst du eigentlich überlaufen. So, Mario Gaspar. Pato. Kein Abseits. Hector ist dran. Nicht wirklich entschossen genug. Und hier haben wir Kamara. Boah. Ja, er ist zwar schnell, ne? Aber so schnell dann auch wieder nicht. Ist ein schneller Burche auf jeden Fall. Burche. Katja Burchardt. Hinter die? Oh, schöner Doppelpass gespielt. Das ist... Wir haben Glück. Wir haben Glück. Wir haben Glück, dass die hier ihre Chancen nicht nutzen gerade. Die Herrschaften. Weil eigentlich... Haben sie ganz gute. Foulspiel. Von Moritz Leitner. Bruno. Nee. So, da vorne ist wieder King Iheanacho. Ist vorbei. Was ist denn jetzt? Nein!
Oh nein. Oh, come on. Gut, dass ich mir die Auswechslung so aufgehoben habe. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh. Was? Oh, ist das bitter. Zeig mal. Das sieht mit einer Knöchelverletzung aus. Eieiei. Oh, ist das bitter. Das ist so ein gutes Spiel gewesen von Moritz Leitner. Oh, wie traurig. Oh, tut mir das jetzt leid für den. Ich habe gerade noch überlegt, Moritz Leitner, den kann man ruhig öfter von Anfang an bringen. Ja. Mit sowas. Warum die ist ja nicht zu lange verletzt? Aber ich glaube, so wie das aussah, sah das nicht so gut aus. Oh, Hector! Hector! Einfach drauf. Naja, auch wie Rainer, die immer fest hier drauf. Ja? Hector? Er ist ganz schön offensiv, aber macht nichts, soll mir recht sein. Weil dafür, dass er eigentlich nur ZDM spielt, ist er ganz schön offensiv. Guck dir da an, was ist mit dem Jungen denn los? Der will's wissen, ne? Hector will's wissen. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen ärgerlich, weil ich wollte eigentlich im Sturm vorne noch was auswechseln, dann irgendwie hier Gotha oder sowas bringen. Ja. Hat sich jetzt ein bisschen erledigt, würde ich sagen, wa? So, Dos Santos, Vorsicht. Und wieder Hector. Ah. Ziemlich lapidarer Ballverlust hier gerade. Chandler ist jetzt ein bisschen raus. Dort haben wir noch oben noch Champions Cup. Als nächstes geht's für Villarreal, also gegen AC Milan. Oh. Pato. Gegen AC Milan, das heißt für uns steht dann wohl der Besuch an der Stamford Bridge bevor, oder? Würde ich mal behaupten. Wenn die hier bei Real, Villarreal gegen Milan müssen. Boah. Kannst du das für uns eigentlich noch heißen? Bruno macht da ganz schön einen raus hier. Dos Santos, meine ich. Piazza. Piazza. Why not? Da bin ich immer gespannt. Gegen den FC Chelsea. Mama mia. Was ein Spiel. Was ein Spiel. Vor einem Jahr war das Highlight noch gegen Bayern. Jetzt sprechen wir hier über ein Spiel gegen den FC Chelsea. Hammer, oder? Flanke von Kamara. Ja, muss er den Kopf hoch machen. Muss er den Kopf hoch machen. Und schauen, wo da was geht. Chandler. Ja, bringt den Ball dann noch irgendwie durch. Oh, können wir reden, vielleicht über Fuß draufhalten und so. Nee, aber nicht. Okay. Dann nicht. Zack. Hector oder er gefällt mir. Hector gefällt mir richtig gut. Muss ich tatsächlich sagen. Macht auch hier wieder ein geiles Spiel. Geil. Vorsicht, Vorsicht. Ah, Batz. Haben wir. Chandler. So, pass auf. Kamara. Der kommt nicht so richtig vom Fleck irgendwie. Sah jetzt nicht schlecht aus. Oh. Der passt ein bisschen unsauber auf den Chandler, ne? Aber sonst war das eine gute Idee. Sehr guter Spielzug. Ein bisschen naiv verteidigt von Villarreal. So, Öfrebö. Kennt ihr mal hier, kennt jemand noch den Öfrebö, Alter? Diese legendäre Szene mit Ballack bei Chelsea. Das war so geil. Oh, Dragowski. Oh. Oh, Otschipka. Alter. Ich weiß nur nicht, warum meine Spieler so kreuz und quer laufen, ne, aber. Ah, das ist schon. Das war schon ein Ding gerade, ne? Kannst du sagen, was du willst. Das war, hübsch. Hübsch, Land. Hübsch. Richtig hübsch. GG, Alter. GG. GG Double C. With my whammy, with my D. GGG with a double C.
Alter, 3-0. Zum Champions-League-Auftakt. Was ist denn hier los? Wir müssen das Ganze zwar leider... Heißt ja, dass Villarreal nur eine Torchance hatte? Wir mussten das leider... Oh, guck mal hier. Ja, die haben natürlich aufgemacht hinten, ne? Kamara. Kamara. Bats Hector! Das hat doch nur sein Tor gekriegt, oder wie er sich freut, ey. 4-0! Alter, wir sind eine Tormaschine. Wir sind regelrecht eine Tormaschine, ich sag's euch. Schade, dass Kamara den nicht reinmacht. Aber für Hector freut's mich auch. Was ich sagen wollte? Was soll ich denn sagen? Ja, wir mussten das leider mit einem sehr harten oder herben Verlust bezahlen. Dieses Spiel. Mit Moritz Leitner, der diesen Torsegen hier quasi eröffnet hatte. Das tut natürlich weh. Ja, keine Frage. Aber gut. So ist es halt jetzt. Oh, Hector, das war jetzt ein bisschen too much, ne? Hast du selbst gemerkt gerade. Schön. Und Dragowski. Eieiei. So, hier, Kamara ist frei. Easy. Oh, was für ein Pass. Der kommt an, butterweich. Kamara, Iheanacho, Ballannahme, Schuss. Oh, ich hätte mal gehen müssen. Hätten wir hier einen Doppelfuck für Iheanacho gehabt. Aber komm, den macht er jetzt. Ne, macht er nicht. Oh, noch ist das Ding nicht abgepfiffen. Flanke. Gacinovic. Immer noch nicht abgepfiffen. Warte mal, vielleicht. Oh, vielleicht kommt Villarreal nochmal. Aber Chandler ist auch schon da. Soldado macht das. Ui! Ah, darf sich Dragowski auch nochmal bewähren hier. Ui, der fliegt ja so durch. Und nochmal Dragowski. Ja, darf er mal zeigen, was er ein guter Torwart ist. Der Junge. Oh. Hui. Warte mal, das ist noch nicht durch hier. So, jetzt aber. Jawohl. 4-0. Champions League Auftakt. Alles klar, Bruder. Boah. Damit fing alles an. Da ging es Moritz Leitner noch gut. Und ich bete wirklich da oben hin. Da oben, ne? In den Himmel. Wir haben Chelsea gespielt. 2-2 gegen Milan. Alter, wir sind Erster. Alter, wir sind Erster in der Gruppe. Unfassbar. Unfassbar. Also wie gesagt, ich bete zu dem lieben Gott da oben, dass Moritz Leitner sich nicht wirklich hart verletzt hat. Oh, 4 Wochen nur. Gut. Ich meine, 4 Wochen ist natürlich auch trotzdem scheiße. Klar. Ja, Meier, ist gut, ist gut. Wir haben die Bundesliga vor der Brust. Du wirst spielen können, glaub mir. Aber trotzdem, ey, ich dachte schon Leitner, boah. Naja, Freunde, ich würde sagen, nächstes Spiel geht's gegen Augsburg, dann geht's mittwochs gleich gegen Köln und dann Sonntag ist gleich wieder das nächste Spiel. Alter, das geht ja Schlag auf Schlag hier. Was hat der Marco noch? Ja, ja, das weiß ich. Was ist mit ihm? Also, wenn man wechselt Sprache. Marco Russ, überleg dir das gut. Du wirst auch deine Einsatzchancen bekommen, glaub mal. Liebe Freunde, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's gegen Augsburg zu Hause. Und dann müssen wir versuchen, die nächsten 3 Punkte für die Liga zu holen. Das wird eine harte Saison. Aber sie wird cool, glaube ich. Ne? Bis zur nächsten Folge. Tschüss!